Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Hier, das ist ja Schwarzbarat. Hier, das ist ja Schwarzbarat. Das ist egal. Die lange Schwarzbarat-Tour. Achso, ja. Läuft das schon, ja? Oh, es läuft schon. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Das ist der Hannes. Nee, Spaß. Das ist der Fahrer. Kennt ihr den? Der Ronny. Ronny! Das ist der Fahrer, also der Brösel oder in Fachkreisen auch genannt. Ronny, ja, seid ihr eben. Nee, der Hannes hat er gerade erfunden. Hannes ist der Ronny, alles ist Ronny, alles ist Hannes. Da sind sie zusammengekommen. Wir haben gerade ein Tasting gemacht für sein Kalea Dosen Bier Adventskalender. Dosensuppe. Das seht ihr hier. Diese vier Dosen haben wir getestet. Das sieht cool aus, oder? Was sagt ihr dazu? Das sieht heftig aus. Da braut der Hannes sein Süppchen. Das sieht edel aus. Das ist richtig stark. Das ist so ein typisches Kästobier. Ja, so halt, naja. Die hat der Fahrer jetzt mitgebracht. Das sind nämlich alles Schwarzbacher Biere aus der Schwarzbacher Brauerei. Ich habe noch was mitgebracht, was du dir in einem anderen Tasting mal angucken. Oh, Mad Dog in der Dose. Das habe ich mal, das habe ich in Berlin gekauft und das hier habe ich im Harz gekauft. Das sind das jetzt wieder Gastgeschenke. Ja, die du dann in irgendeinem Sammelsorium Tasting. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Das sieht aus wie Gönnerchi in der Pfefferminz Edition. Ist auch nicht billig. Stecke ich mal dahin. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das ist sehr lecker, finde ich. Dann haben wir Altenauer Harzer Hüttenbier. Das ist so eine Anspielung, ne? Für echte Harzer einmal da. Zack. Das, was wir gerade machen. Harz 11. Und auf jeden Fall, die sind geordnet nach Prozent. Und die wollen wir jetzt mal trinken. Deswegen stellen wir mal. Moment, die Kamera wird gleich wieder schön. Hier rüber nach dort. Ich muss mich nämlich beeilen. Wir müssen nämlich noch zum. Heute ist Nikolaustag. Wir müssen noch zum Nikolausmarkt und müssen da irgendwas machen. Wir fangen an mit diesem Schwarzbacher Bilz. Willst du da was zu erzählen? Was? Bei einer Stadt? Da muss ich schon wieder brechen. Da ist Kirmes gewesen. Das ist vorbei schon. Es gibt ja bei mir auf dem Kanal unsere Biere. Das schlechteste Bier unserer Heimat. Das kommt aus Dingsleben und das ist, finde ich, das beste Bier aus unserer Heimat. Fun Fact, es gibt nur zwei Brauereien bei uns. Vor allem bin ich da einmal durchgefahren. Das Schwarzbach ist doch genau gegenüber der Einfahrt zu Merbelsroth, oder nicht? Ja. Dieses kleine Kaff. Also eins weiter. Also wenn du Merbelsroth hochfährst, kommst du ans andere Ende von Schwarzbach irgendwie dann dran vorbei. Da bin ich, als beim Gerätepumpenbau in Merbelsroth gearbeitet habe und bin andersrum gefahren, bin ich immer durch Schwarzbach durchgefahren, über die Todeskreuzung. Und bin dann beim Merbelsroth rausgekommen. Und da hat die Nadine, da hat die Oma von der Nadine gewohnt. Wenn die bei der Oma war, habe ich immer kurz gehalten und Hallo gesagt. Und deswegen gibt es jetzt das Schwarzbacher Pilz. Man kennt natürlich auch die Schwarzbacher Limonaden. Die auf dem Berg. Hast du die schon mal verkostet? Die Limonaden? Die sind. Ich glaube, ich habe kein Video, wo ich alle Sorten probiert habe, aber wir haben ja die Gletschermaß gemacht damals, wo wir dieses Schwarzbacher Gletscherwasser hatten und haben dann noch andere Sachen rein, weil das fand ich richtig cool. Das hat der Crazy O auch immer getrunken, wenn der da war. Ich wusste auch gar nicht, wo es noch Gletscherwasser gibt. Weil er das richtig toll fand. Das haben sie im Rewe ja in Hibu immer gern gehabt, dann war es plötzlich weg. Ja. Dann hat die Frau Sutschuk gesagt, sie weiß nicht, wann sie das wiederkriegen. Ist die Frau Knacker, ein thüringischer Knacker. Und dann haben sie es plötzlich in Meiningen noch gehabt und da habe ich mich gefreut. Dann habe ich ein paar mitgenommen und dann hatten sie es doch wieder dort und dann gab es es immer mal wieder. Also kennt ihr das blaue Gletscherwasser vom Schwarzbacher? Habe ich auch noch ein Video, wie ich nur das Gletscherwasser teste. Das kommt irgendwann mal online und dann kann man sich das angucken. Dieses Bier hat übrigens, pass auf, es hat 5,0. So, kein Hopfenextrakt. Kein Hopfenextrakt. Die Brauerei gibt es übrigens seit 1400. Das Reinheitsgebot ist nicht 1516, sondern die haben herausgefunden, dass es in Weimar schon früher mal eins gab. Aber ich finde, dass diese Farbe cool ist. Also das ist das goldigste Gold, was ich je gesehen habe. Ich habe schon so oft getrunken, aber noch nie gesehen, ganz ehrlich, weil ich sauf das halt aus der Flasche. Der Bierschanger sagt immer, ob ich ihr die Kronkorken aufheben kann. Das heißt, ich nehme den jetzt einfach mal mit. Ich weiß nicht, ob sie den auch braucht, aber ich nehme jetzt einfach alle mit. Ich weiß, aber wahrscheinlich sammeln die generell. Nicht unterschiedliche, sondern generell. Ich habe nämlich von meinem Bier-Adventskalender schon alle weggeschmissen und das 16. Türchen heute aufgemacht. Und alle sind schon weg. Also wenn du alle 24 Türchen aufmachst, kommt der Weihnachtsmann eher. Das riecht aber, also den Geruch mag ich leider nicht. Nee, das riecht komisch. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir zuletzt das Schmerzen da alles rumfliegt. Getrunken haben. Noch besser ist es, wenn du dann, ich zeige das jetzt nochmal beim Anstoßen, wenn man dann erst so, wenn man dann versucht so anzustoßen. Ja, weil man dann
wie auf der Wippe. Ne? Ja, weil dann immer oben und unten dann vertauschen so gut ist. Da sagst du, das ist das beste Bier. Direkt das Pilz oder? Aus unserer Region. Direkt das Pilz oder generell Schwarzbacher? Ich muss aber sagen, dass das dass der Geschmack sehr stark schwankt. Das ist eine kleine Brauerei, die machen, ich sag mal so kleine Chargen. Bei größeren Brauereien wird es ja dann auch verschnitten, dass der Geschmack gleich bleibt. Das Bier ist halt ein Naturprodukt, aber die füllen es halt wahrscheinlich einfach ab. So will er sich wieder retten, ne? Ja, der Geschmack, der schwankt stark. Also wenn es mir jetzt nicht schmeckt, sagt er, ja, das war jetzt nicht so ein gutes, genau. Mhm. Wenn es schmeckt, sagt er, sag ich doch, ne? Also nee, ich habe auch nur die eine Flasche gekauft, keinen Kasten. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mal einen Kasten gekauft habe und der war so lecker, dass wir dann den ganzen Kasten dann gleich getrunken haben. Also zu zweit und Malzbier haben die nicht, oder was? Wenn ich das so sehe, denke ich, ja, doch, das ist wie Dinger. Doch, Doppelmalz. Die haben auch irgendwie Malz oder irgendwas mit Malz, ja. Doppelkaramell. Wenn ich jetzt gewusst hätte, dass du das auch noch gerne hättest probieren wollen, hätte ich das gestern noch kaufen können. Na, ist egal. Das ist alkoholfrei, oder? Mhm. Es gab ja von Sternburg immer das Doppelkaramell. Da stand dort 1,9. Ich dachte 1,2. Ich weiß auf jeden Fall. Irgendwas unter 2 hatte das und ein paar Jahre später stand in der Ecke nur noch alkoholfrei. Ich weiß noch mal. Haben die das weggenommen oder haben sie gedacht, das ist ja nichts, wir schreiben einfach alkoholfrei drauf. Das ist auch. Keinem auffallen. Das hat sich mein Banknachbar in der Hochschule gekauft und gesagt, oh, das schmeckt so gut, ab jetzt gibt es kein alkoholfrei mehr bei mir. Und dann war er dann halt nur noch das Drinks auf. Als nächstes hat er hier das Schwarzbacher Schlossbrauerei seit 1400, ne? Sonnenweise mitgebracht. Das ist die Sonnenweise. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Entweder hast du mir genau davon ein Bild geschickt. Ja, dann hast du gesagt, oh, das kenne ich überhaupt nicht. Oder wir hatten das schon mal. Das haben wir bei dem Video vom Derbo, wo ich in Stuttgart war, hast du das gesagt. Das kenne ich überhaupt nicht. Und dann kam erst die Idee, dass wir das mal machen hier mit diesem Bier-Tasting. Und das Sonnenweise ist wirklich ein Bier, was, das ist ganz, ganz schlecht zu kriegen. Also manchmal steht in der Flaschenbehandlung ein Kasten, den ich dann direkt kaufe. Und jetzt habe ich den Faden verloren, ich trinke erstmal. Solange der Bubble schenke ich schon mal ein. Ich wollte gerade noch was sorgen, aber ich wollte ihn erst mal erzählen lassen. Und zwar guckt euch nochmal das Etikett an. Es ist halt wirklich dann überall gleich. Links und rechts ist das Etikett grün. Dann steht oben drüber blau Schwarzbacher, dann habt ihr dieses ritterliche Wappen, Schlossbrauerei. Hier steht blau Pilz. Und was sich dann natürlich ändert, ist, dass dann nicht Pilz da steht, sondern Sonnenweise. Der Rest ist theoretisch exakt genauso. Gut, das Pilz hat einen weißen Hintergrund beim Etikett. Außen das Grüne ist aber gleich. Ich muss aber sagen, das ist das erste. Oh, jetzt bei mir. Nee, jetzt musst du dir reinschütten. Hier, gebt euch das. Jetzt? Hier, nee, das meinst du, ist wichtiger. Da hier, da. Ah. Gebt euch das. Sieht man das nochmal, wenn man von da guckt? Ich wollte gerade sagen, das ist das erste Weißbier, was klar ist, aber jetzt kommen die Flocken. Jetzt ist die. Das ist klar und guckt euch das an. Jetzt schütt den Rest noch rein, das muss so sein. Da ist der Brechreiz. Der fliegt da rum. Das ist die Hefe. Kann man das von oben jetzt so machen? Ja. Eingewichst. Und wenn man das dann so hat, dann sieht man ja, wie hier bei Breaking Bad so eine chemische Reaktion stattfindet. Da zündet sich der Tornado. Eben wollte ich eine 5 von 5 Punkte geben bei Farbe, jetzt gebe ich nur noch 0. Weil jetzt ist es mir zu trüb. Ich wollte echt sagen, das ist das erste Weißbier, was klar ist. Ich dachte schon, die haben das irgendwie so stark gefiltert, aber wahrscheinlich steht das einfach. Das Erbrochene hat halt länger gebraucht. Ich habe das auch nie umgekippt oder so. Also nochmal fürs Protokoll, da ist so weiß. Da steht so, Pilz. Ich hätte jetzt weiter die Reihenfolge. Und da ist so gelb und da steht Sonnenweiße, weil gelb für die Sonne, das passt. Mhm. Das nächste, das verraten wir euch noch nicht. Wir müssen ja erstmal anstoßen. Ach, muss man sich noch angucken dabei oder was? Soll ich deswegen, das wieder? Das ist scheißegal. Ich gucke lieber auf die, aufs Glas, weil sonst treffe ich das. Sonst schneit es nächstes Jahr noch oder was? Was schmettert denn hier rum? Was machen die denn den ganzen Tag mit dem Müll? Das hat einen schönen, süßen Geschmack. Gucken, die also nur der Mann hat geguckt. Der hat jetzt gesagt zu seiner Frau, dass er auch Bier durch hat. Und die wollen jetzt gerne in die Kneipe. Keine Ahnung. Darf ich kurz mit rüber oder Spaß, Schatz? Ich würde gerne mal schnell. Und das ist bis jetzt das beste Schwarzbacher, was ich je hatte. Seit eben. Besser als das Pilz. Zumindest. Das Pilz schmeckt diesmal echt langweilig, das Pilz. Und hat auch 5,0%. Also beides mit 5,0, das passt. Dann ist es fit. Nee.
zieht das Schloss davon. Das finde ich Jan Lange, meine Damen und Herren, ne? Ich habe mittlerweile mal geguckt. Das Schloss ist ein Pokestop, aber keine Arena. Aber um das Schloss rum sind wohl lauter Gartenanlagen. Ja. Und die Gartenanlagen sind Arenen, aber das Schloss an sich ist nur ein Pokestop, ne? Da sitze ich jetzt drin. Bist du mit dem Auto hochgefahren? Da geht's doch hier so einen Berg hoch. Privatjet, kein Problem. Das nächste Bier reiht sich ein, das hat nämlich auch nur 5,0%. Das hat auch wieder dieses typische Schwarzbacher Etikett, wo ihr außen das Grüne seht, das Logo seht, das Schwarzbacher seht, nur dass hier jetzt drauf steht. Also da steht drauf. Ich wiederhole es nochmal. Raubritter Dunkel. Und dazu sind natürlich hier so Pferde mit so Rittern drauf. Während bei der Sonnenweise war halt hier so eine Beauty Farm und beim Pilz war da einfach so hier, war die das ist Hopfen oder was? Beauty Farm, das ist eine Weizenfarm. Eine Weizenfarm. Da ist Weizen drauf, da bei der Hopfenberle ist Hopfen drauf und bei den Raubritter ist. Kennt ihr das, wenn ihr mit eurem Bro chillt und der ist einfach übelster Nerd und weiß immer alles besser und muss immer alles erklären? Ich habe einfach Augen im Kopf. Diese Fahrer, ne? Schreibt mal in die Kommentare, ob das Hopfen ist. Nee, die Beauty Farm müsst ihr reinschreiben. Ja, ist das nämlich die Weizenfarm? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Oha. Okay, hier oben ist die Straße. Sag mal, ist das nicht ein YouTube-Kanal? Der dunkle Parabelritter? Ja. Den mag ich nicht. Der schielt ein bisschen. Ja. Früher habe ich den auch nicht gemocht. Deswegen mag ich den nicht. Da kann er ja nichts dazu, aber ich kann ja auch nichts dazu, dass ich den nicht mag. Und deswegen, ich weiß, au. Jetzt hast du auch noch mit dir selbst angestoßen. Die Shenaya hat ihn aber abonniert, habe ich gesehen. Grüße gehen raus an die Shenaya. Abguck den. Steht da eigentlich was drauf? Ich weiß nicht. Naturpark Thüringer Wald. Weil beim ersten, das war ja die Beinerstadtflasche. Ach so, die mal schreiben da Werbung mit drauf. Und da ist auch Naturpark. Die dann ihr Geld mit. Weil hier ist, die haben halt einfach Werbung für Kirmes gemacht. Warum auch immer. Da ist die Post. Manchmal steht was anderes vor. Vor allem, hey, warum ist das Auto jetzt erst dahin gefahren und dann dahinter? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich musst du dahinter. Ja, aber die Farbe sieht auf jeden Fall brutal aus. Guck dir das an. Das ist ein dunkles Bier, aber nicht schwarz, sondern immer noch, man kann durchgucken. Die Kamera zwar nicht, aber. Es ist immer noch der dunkle Parabelritter im Glas. Ich finde, dass das eines der besten Schwarzbiere ist, die ich kenne. Prost! Jetzt bin ich gespannt. Ich habe das Bier auch noch nie gesehen, glaube ich. Oder nicht. Weil es kann sein, dass der Vater vor über 10 Jahren mal eine Zapfanlage von Schwarzbach geholt hat. Redest du schon vom nächsten oder was? Nein, noch nicht. Gut. Danach kommt. Also ich bin erstaunt. Das sieht so dunkel und brutal aus. Du denkst, das hat jetzt einen kräftigen, wuchtigen Geschmack, der dich umhaut. Aber das lässt sich ganz normal trinken. Das haut nicht voll rein, das haut dich nicht um. Es hat ja auch nur 5,0, so wie die anderen auch. Schmeckt definitiv besser als das Pilz. Ist eine gute Alternative zur Sonnenweise, der Raubritter Dunkel. Also die zwei würde ich mitnehmen. Wenn ich mir nicht entscheiden kann, mal ein helles, mal ein dunkles, nehmen wir beide mit. Da ist, machst du mit beiden nichts verkehrt. Die haben beide einen guten Geschmack, finde ich. Also ich kann da nichts Negatives erkennen. Wie schmeckt's dir denn? Ach so, ja, mir ist auch. Oh, da muss ich was einbauen nachträglich, damit das hier geht oder so. Nein, das können wir weg. Delay. Ordentlich. Oder ein Flanger. Oder du kannst, glaube ich, noch die Tonhöhe in Oktaven oder so verändern, wo du ein Lied draus machen kannst. Oktavien. Aber ich finde, das schmeckt gut, das kann man wirklich trinken. Gerade weil das andere ja so komisch aussah mit der Farbe, weil dann das ganze Gebröckelte reingeflogen ist, würde ich das bevorzugen, weil das wirkt halt wuchtiger. Stell dir mal vor, du sitzt irgendwo. Das ist ja normal, dass da Brühe reinkommt. Deswegen heißt es ja Hefe. Also manche sagen ja Hefe dazu, weil halt einfach Hefe noch drin ist, aber den anderen wird es rausgefiltert. Stell dir mal vor, du sitzt irgendwo in Meining vor einem Block an einer Straße an so einem Tisch. Oder hast sowas im Glas und dann laufen die Rentner vorbei und kriegen Durst. Die sind beeindruckt, weil die denken, ach, guck dir das an, wie dunkel das ist, das haut neu.
ordentliches Schwarzbier. Ja. Ich wollte mir nicht Handschuhe mitnehmen, das hat ja aber voll verbimmelt. Willst du die Hände in meine Jackentasche stecken, damit die gewärmt werden? Nee, das geht schon. Ich muss mal meine Stöpsel umsortieren, merke ich gerade. Warum? Jo, als nächstes haben wir den Grund, wieso der Fahrer friert. Es ist nämlich Winterzeit. Nicht die Winterzeit, aber die Winterzeit. Das heißt, wir haben vom Schwarzbach jetzt das Winterbier. Haben wir das in der Meile getrunken? Oder ja, nicht? Da kommt jetzt ja, das wollte nee, wir hatten das wäre gerade meine Frage gewesen. Sind wir nicht extra in die Sügemi, nee. In der extra Fahrer-Edition, der gesagt hat, können wir nicht die Sügemi als Station einführen? Nee, das dann sind wir da rein. Aber wir hatten das in der Hand. Ich hatte das in meiner Biermeile. Die Biermeile, wo ich nur mit Ronny unterwegs war, da hatte ich das Winterbier. Und das haben wir nicht mehr leer gekriegt. Das muss ich echt zugeben. Und das hat nicht 5,0, das hat 5,6. Und hat nicht den weißen Hintergrund, nicht den gelben, nicht den rötlichen, sondern es hat einen blauen Hintergrund und ist ein Winterbier, schönes kaltes was Blau. Richtig eisig wirkt. Das ist stark, das sieht schon mal gut aus. Naturpark Thüringer Wald, ne? Nehmen wir mit. Zack. Nur bis Februar haltbar. Wenn ich der Bierschanga eh ein Paket schicken muss mit meinem Abfall, da kann ich ja die ganze Schwarz. Ach du Scheiße, das Raubritter ist übrigens gestern abgelaufen. Na toll. Dann kann ich heute nicht mehr fort. Aber jetzt ist das erste Mal, dass ich dieses Bier sehe, weil ich habe das immer aus der Flasche gesoffen. Ja, das hat bisher die beste Farbe. Vergess mal das blöde richtig, Dunkle das von davor. Die klare Farbe, sondern ja. Das bei dir nicht. Ich habe extra so eingeschenkt, dass es hässlich wird. Guck. Du wolltest den Satz reinstellen, den es nicht gibt. Das hat eine. Aber bei dir sieht es wirklich besser aus. Zeig du mal. Oh, guck dir das an. Das hat eine richtig schöne Bierfarbe. Guck dir das an. Mm. Wenn man es jetzt rumdreht, Moment, ich muss erstmal hier drauf tippen, dass der Bildschirm wieder angeht. Guck dir das an. Das Burstauto sieht viel brutaler aus, wenn du das Bier daneben hältst. Der Fahrer sieht viel brutaler aus, wenn du das Bier daneben hältst. Prost. Das ist schon wieder Rentner. Zack. Jetzt müssen wir es nur wieder da hinstellen, das ist wichtig. Also das ist eine Farbe, da gebe ich 5 von 5 Punkten. Do. Ich guck mal, wann das abgelaufen ist. Ich nicht. Ja, Ostern. Das andere. Oh, das hat ein schönes Röstaroma diesmal. Aber ich dachte, du hast sie erst gekauft. Ja, aber im Achtenhaken. Du hast doch jetzt gesagt, ich bin gerade unterwegs, soll ich die mal mitbringen? Und dann kauft der Bier, was Ostern schon abgelaufen ist, obwohl er es erst drei Monate nach Ostern gekauft hat. Das haben die schon lange in der Flasche gehabt. Oder wahrscheinlich kriegen die dann die Chargen. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie das im Einzelhandel so läuft. Ne? Das haben die schon reinberechnet, dass du eh alles mitnimmst. Die hatten das Bockbier zum Beispiel, war schon wieder fast ausverkauft. Wann ist es abgelaufen? Muss ich da jetzt gucken oder was? 26.3.24. Also entweder ist es nur 5 Monate haltbar, das Zeug. Das ist aber ein Zeichen dafür, dass es eigentlich, dass die das zum Beispiel nicht pasteurisieren oder nicht richtig. Oder die 24.5.23. Ja gut, es ist nur eins mit 23 dabei, das geht noch. Das Postauto fährt weg, das ist schön. Die Farbe ist nämlich richtig toll, haben wir schon gesagt. Jetzt kommt's. Wie ein Gummi. Dann schaut, dass er gleich hier hochfährt. Ja, dann fährt er rum. Er muss hier links einbiegen und dort über den Hügel als Startrahmen und dann. Ei. Mal gucken, wie weit er fliegt, ne? Ich muss nachher noch nach Suhl fahren und meine Brille holen. Ich glaube, wenn die dann irgendwie bei mir anprobieren und ich mache dann. Ach, das ist nur eine Attrappe, ne? Das ist nur eine Attrappe, genau. Die ist nur aus Pappe. Genau. Das sind die Eiszapfen, die ich da reingesteckt habe. So. Ja, wie sieht die aus? Ist das dann so ähnlich oder wie? Weil bei mir ist seit 100 Jahren nehme ich immer was Fett, Kunststoffrahmen, schwarz ist. Dann hat die gesagt, wir haben jetzt auch farbige Bügel. Vorne schwarz, hinten grün oder so. Habe ich gesagt, ja, dann nehmen wir das halt mal mit. Sieht mal schneller aus, ja. Und dumme Sau, du, habe ich gesagt, nehmen wir das mal mit. Und dann hat die mir das dann mitgegeben. Ich hatte mal mit Kunststoffbügel, die sind weiß geworden einfach. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte einfach voll aus Metall, schön eloxiert, fertig. Ich muss aus Nickel nehmen, habe ich Allergie dagegen. Wenn ich hier neben dir sitze, genau. Geht es dann. Explodierst du dann. Der Kopf, ja.
Ich merke schon, du beginnst den Smalltalk, um Zeit zu schinden, um dein Bier zu trinken, weil das ja so gut schmeckt. Es ist nämlich das Winterbier. Wie, nee. Es ist nicht das Winterbier, sondern das ist das achte Bier in einer Zeit von, wann war ich da? Das achte. Ich bin noch keine Stunde hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das achte, aber für mich ist es heute schon das zehnte. Ich habe ja meinen Adventskalender heute schon aufgemacht und zwei... Kalea! Wann kommst du runter zum Spielen? Kalea kommt gleich. Wir haben jetzt aber noch zwei Bier übrig. Das sind zum Glück kleine Flaschen. Zum Glück zwei kleine Flaschen, diese baurigen. Hey, ich finde die so hässlich. Die Flasche finde ich an sich übelst hässlich, aber da steht neu drauf. Und da ist hier so eine Öse drauf und die grinst in die Kamera und sagen, na, willst du mal einen Schluck? Also ich. Das ist ein Thüringer Kellerbier von Schwarzbacher. Ich muss dir aber was sagen. Was? Ich. Seit Anfang 2017 kenne ich dieses Bier, wo neu draufsteht. Da steht neu und es ist schon was. Sechs 17? Jahre circa. Sechs Jahre lang ist das weil, neu. Weil ich meine, Anfang 2017, wir sind jetzt Ende 2023. Hat sich gut gehalten. Die haben wahrscheinlich einfach nicht das Geld gehabt oder die haben wahrscheinlich irgendwie so eine große Auflage von diesen Etiketten drucken lassen. Ja. Oder die waren einfach nur schlau, weil wenn jemand durch den Markt läuft und da steht neu, oh neu, das nehme ich das mal ist mit. Ist ja wie bei den Geschäften. Egal wie alt es schon ist, wenn neu draufsteht, du nimmst es. Oder Schlussverkauf oder so. Keine Ahnung, steht immer dran. Also das Bier hat auch ein kleines bisschen Farbe, was ein Kellerbier heißt, da fehlt eine Filterstufe. Es steht ja auch drauf, naturtrübes Vollbier. Ja. Also das passt schon. Ich war nämlich mal in der Brauerei und die haben uns die Filteranlage gezeigt und die haben gesagt, das Kellerbier geht da nicht durch. 5,6%, die Uschi. Da müsste auch Hefe mit draufstehen als Integrenz. Uschi. Wir verwenden Wasser aus eigener Quelle, Malz aus einheimischem Anbau sowie Hopfen aus Spalt und der Hallertau. Bitte kühl und dunkel lagern. Komm. Fertig. Inhalte stehen, glaube ich, quer drauf. Nee. Vorne, hinten. Die Inhalte, die spare ich mir jetzt, weil... Da ist Bier drin einfach so. Es geht ja eigentlich um die Aushalte. Es geht einfach ums Trinken. Also nicht, wie viel man aushält, sondern was alles rauskommt. Aber das ist schon wieder trüb, ne? Aber steht ja da. Das ist halt Kellerbier. Naturtrübes Vollbier. Am schlimmsten finde ich irgendwie Landbier. Da habe ich irgendwann mal so eine Nahtoderfahrung gemacht. Und mal gedacht haben, das liegt ja dran, weil es ein halbes Jahr abgelaufen ist, dass das so nach Pisse schmeckt und nach Scheiße. Dann habe ich aber das noch mal eine Flasche gekauft aus dem Sortiment, die nicht so alt war. Hat immer noch so scheiße geschmeckt. Dann haben wir gesagt, das war doch nicht abgelaufen. Wir haben es für die Katz weggeworfen. Servus. Man konnte es aber nicht. Das sind die Besten, das feuer ich. Vorhin schon gegrüßt, ne? Und dann zack und immer deswegen, das ist gut. Ich habe noch gesagt, die Kamera müsste laufen. Und dann fährt halt extra das Müllauto vorbei. Was rennt denn der jetzt? Was macht er? Der rennt plötzlich. Eben ist er so gemütlich gelaufen und jetzt rennt er voll. Guck. Vielleicht will er zum Bus. Vielleicht drückt der Stift. Vielleicht will er zum Bus. Was für ein Bus? Ist doch noch gar kein Bus in der Nähe. Ich weiß nicht, wann der fährt. Schafft er doch noch. Außerdem, er kann auf der Straße laufen, dann hält der Bus schon an. Vielleicht wohnt er da vorne und muss kurz aufs Bettchen. Das kann natürlich auch sein, dass der Stift drückt. Och, jetzt habe ich die Leute gegrüßt, jetzt kommt die Wurst. So, das schmeckt. Warte mal, ich muss erst mal probieren, wie es schmeckt. Ja, also ich sag mal so, wenn man schon genug Bier getrunken hat, schmeckt es dann irgendwann auch nicht mehr so gut. Aber es schmeckt dann also dafür besser, wenn man es als erstes trinkt. Dafür haben wir dann jetzt noch ein anderes. Anderes! Mami, oh. Oh, Gambalibai. Ist es nicht Nelly mit irgendwas? Nelly? Hier steht Bockbier, Starkbier, Naturpark, Thüringer Wald, denn wir haben immer noch mit dem blöden grünen Etikett links und rechts, diesmal aber mit diesem Ziegenbock an der Seite, Schwarzbacher Bockbier mit 7,2%, auch in der baurigen Flasche. Das heißt, dieses Kellerbier war das einzige, was nicht dem Etikett Moors entsprungen ist, sondern einfach ein völlig neues Etikett draufgeknallt hat, ohne diese ganzen stilistischen Macken des Vorgängers und der anderen.
Das ist ja auch neu. Das Bock. Es ist neu, seit 6 Jahren ist es neu. Ja. Und deswegen macht es einfach, dumm, was es will. Es ist einfach, es ist dumm. Es ist neu, es ist dumm, es ist aber, sagen, aber brutal. Ich hätte jetzt unter Bockbier hätte ich. Also ich sag mal oh, so. Oh, die Frau habe ich heute über die Straße gelassen, als ich gefahren bin, und da kam die und da habe ich angehalten, damit sie mit ihrem Rollator. Dann hat sie. Über die hast du angehupt? Dann bist du, nee. Musst du so auf der halben Strecke war so piep. Nein, es war sehr ein freundliche. Prost. Dankeschön, ebenso. Ja, trotzdem schon Nikolaus. Siehste, es gibt nämlich auch noch freundliche sagen, Menschen. Also die Nette, Farbe Leute. Sieht schon cool aus, aber das ist halt. Oh. Ja, das ist schön golden. Guck. Es ist klar, es ist goldig, es ist richtig wunderbar. Was ist denn? Warum sagst du denn, das ist zwar schön, aber. Oh. Bevor du trinkst, sagt er schon. Oh. Ja. 7,2. Ich habe tatsächlich diesmal bei dem Bier, ich kenne eigentlich alle Biere. Das Bockbier hatte ich aber bis dahin noch nicht getrunken. Habe dann mir 2 von diesen kleinen Flaschen gekauft. Eine habe ich schon vorgetrunken. Ich habe aber auch noch eine Nachricht für dich. Ich glaube, das erinnert mich gerade ein bisschen an das Perlenbacher Extra Strong oder wie das heißt. Aus dem Lidl da oben in der Dose, was so ein tolles Design hat und diesen goldenen Nibbus. Daran kann ich mich nicht erinnern. Die goldene Meile ist schon so lang her und hier gibt's nicht mal Perlenbacher Ultra Strong. Obwohl, hier gibt's doch ein Lidl irgendwo, da muss es doch auch geben. Ja, neben Rewe und Aldi ist doch der Lidl. Hey, da war ich schon so oft drin und hab nie geguckt, ob die Perlenbacher Extra Strong haben. Ich hab noch ein Bonusbier. Was denn? Für uns jetzt hier zum Trinken oder was? Das ist ein Bonusbier. Zu der Schlunz. Dreh mal rum. Ach, das ist ein Geschenk. Tschüss. Nee, dreh mal rum. Wie, dreh mal rum. Guck mal, willst du nicht erstmal das eine trinken, bevor du zum nächsten du kommst? Du erzählst, wo das herkommt jetzt? Aus Meining. Warte mal. Der Fahrer, der hat uns hier dieses Red Nose Day Bier mitgebracht. Da steht drauf, ich bin der Schlunz. Ich mach alle Sachen rot, so wie der Gelb, der alles gelb macht. Der sieht lustig aus, vor allem ist alles so ohne Farbe, aber das Bier ist schön in der Bierfarbe dargestellt. Schlunzpilz, das Erfurter Kultbier. Muss ich jetzt hinten lesen, um zu erfahren, wo das herkommt? Ja. Aber da vorne steht doch schon Erfurt drauf. Ja, rein theoretisch könnte man es ja am Videotitel erkennen, das wo das herkommt, aber wer soll das mal aus Schwarzbach oder was? Da muss ich mal lesen. Ach so. Schlunz, das Erfurter Kultbier. Werde Kulturförderer und genieße dieses traditionell und handwerklich gebraute Kulturbier mit jedem Schluck Schlunz. Lieferst du einen kleinen Beitrag für das kulturelle Leben Erfurt. Wir spenden 6 Cent pro Liter an Erfurter Kulturprojekte. Woher wollen die wissen, wie viel ich getrunken habe? Kann er sein, ich schütte es weg oder verschenkt es und der andere, der lässt es im Regal stehen. Gebraut und abgefüllt in der Schlossbrauerei Schwarzbach für Schlunz GbR, Erfurt Schlunz.de. Geht's mal alle auf Schlunz.de, gebt 5,0 ein, dann spart ihr 5% bei der nächsten Bestellung. Das müssen wir jetzt mal probieren. Unter allen Etiketten, die wir bisher hatten, finde ich das das Beste. Das ist zwar kein richtiges Schwarzbacher, aber es ist ein Schwarzbacher Bier. Es ist ein Schlunz und vor allem der rote Stöpfel, da freut sich der Bierschanker bestimmt total. Mega. Echt? Ist die so eine rote? Deswegen lasse ich das jetzt dich aufmachen, damit ich mein Bier so lange raus kann. Wenn ich das jetzt aufmache, dann ist der Stöpfel weg. Ich gebe mir Mühe. Du musst nur die Hand drüber Achtung. Halten. Genau. Ich kann das. Den tue ich jetzt mal in meine Jacke rein tun, damit er für die Bianca aufgetan ist. So. Bierschanker, guck, wie viel Mühe wir uns hier geben. Du wirst dieses Video niemals sehen. Wahrscheinlich nicht. Vor allem haben wir jetzt, du hast dich eben gefreut, dass wir kleine Biers haben. Ich hab jetzt und jetzt packst du 0,5er wieder aus. Ich konnte es nicht rumpfen. Ich habe keine Chance. Du bist doch ein Schlunz, bist du doch. Das aber heißt. Jetzt kann ich mir das wenigstens mal angucken. Ich habe das habe ich irgendwie für 1,50 oder so von irgendeinem Ausländer, der. Keine Ahnung, in Erfurt halt gekauft. Also auf der Straße oder ich bin da wieder rumgefahren. Nee, dann so ein Späti-Laden. Oder ab 10 Euro kannst du mit Karte bezahlen. Ab 10 Euro? Sagen, das ist so ein, jetzt das Bier funktioniert sehr gut. Du schützt das ein bis, man schützt ein bis ungefähr bis dahin. So, also im Liegen,
quasi. Ja, aber ich saß dann doch beim Einschütten. Und dann schenkst du den Rest ein und dann hast du so eine schöne Schaumkrone. Und obwohl wir schon so oft ein Bier an dem Glas genuckelt haben, haben wir eine schöne Schaumkrone. Also ich muss sagen, das ist gut gelungen. Ich glaube, hätte ich die anderen anders eingeschenkt, dann sehen die auch so aus. Da glaube ich fest dran. Vielleicht. Die Farbe ist okay. Wie viele Prozent hatten das eigentlich gehabt? 5,0, so wie Pilz, Sonnenweiße und Raubritter so. Dunkel. Die machen das wahrscheinlich einfach immer so. Ja, es ist auf jeden Fall klar, es ist goldig, es kriegt von mir 4 Punkte, 4 von 5 für die Farbe. Achso, müssen wir nochmal anstoßen. Geruch, 2 Punkte. Weil es kalt ist. Anstoßen, 10 Punkte von 5. Klang, genau. Aber der Geschmack ist, man schmeckt, dass es artverwandt ist, aber es schmeckt anders. Oder? Da drückt der Schlunz, ey. Also wenn du mir das gibst, ich könnte nicht sagen, dass das von der Schwarzbacher Brauerei kommt. Aber man kann es trinken, also. Ja. Wenn du sagst, du feierst Geburtstag und hast einen Kasten Schlunz, dann würde ich auch 2-3 mehr trinken davon, das sage ich dir. Aber ansonsten, ja, ich glaube, ich bin bei Raubritter Dunkel und Sonnenweiße hängen geblieben. Die fand ich besonders gut. Das waren meine Favoriten jetzt hier von der Sache her. Oh. Warte, haben wir die Stunde? Ach, wir haben erst eine halbe Stunde. Das ist, ich habe ja Zeitdruck. Das ist das schnellste Video, was wir bisher. Ich muss ja auch mal auf die Toilette noch gehen hier jetzt deswegen. Weiß ich gar nicht, ob ich austrinken soll oder erst aufs Klo gehen soll. Das heißt, der Schlunz, der schmeckt, gell? Das ist das Erfurter aus Schwarzbach. GbR. Die lassen das in Schwarzbach brauen. Und Erfurt und Schwarzbach ist doch ein bisschen auseinander. Und die hätten ja auch zur Apolda gehen können. Oh. Und das Stockbier brauen lassen können. Oder so. Ich glaube, so viele Brauereien gibt es dann gar nicht mehr in Thüringen. Außer kleine, aber die schaffen das wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wo das, also. Vielleicht kennt das jemand von den Zuschauern von dir, von den 10.000 Abonnenten. Kennt das noch oder kennt sich damit aus oder so, aber was will man machen? Ich weiß ja. Es nicht. Wir beenden jetzt das Video, weil sonst geht die Hose. Oh. Also, du hast ja was unterliegen, was wasserdicht ist. Lass einfach laufen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.